vielleicht sollten wir noch suchen. Vielleicht. Wäre vielleicht nicht schlecht. Bitte tut das. Niemand hat Xian seit Tagen gesehen. Und das, was ich Xian zuletzt gesagt habe, ich will nicht, dass das meine letzten Worte an Xian waren. Bitte helft mir. Natürlich. Ich bin zwar sicher, dass Xio auch ohne uns zurechtkommt, doch mehr Hände können nie schaden. Aber entschuldigen musst du dich selber. Das werde ich, wenn es soweit ist. Nun gut. Aber zuerst müssen wir uns um die Sieg kümmern. Ich habe den Eindruck, dass uns nur eine Kleinigkeit fehlt. Mal, neue Klamotte. Alter Schleim. Ein Stück? Was für ein Stück? Ein Kuchenstück? Meine Lieblingskuchen, wenn ich bitten darf. Ich serviere keinen Kuchen. Und das habe ich auch nie. Und das weißt du. Und nun, vielleicht solltet ihr das. Eine weitere köstliche Delikatesse wäre. Und immer noch kein Blut. Der Schmerz, den ich empfinde, lässt sich nur mit dem vergleichen, den ich nach der Glitzermeisterschaft der Vampire von 1389 empfand. So. Mir ging der Glitzer aus. Ich könnte dir einen meiner üblichen Trinks servieren, um deinen Schmerz etwas zu lindern. Das wäre vorzüglich. Ich wünsche etwas, das meine unsterbliche Stärke erhöht. Keine Einkaufstüten sollen mich heute zurückhalten. Ich sehe mal, was ich da tun kann. Was mit dem Keil wohl passiert ist. Der war auch lange nicht mehr da. Mit viel Stärke. Könnten wir ihm doch mal den prekären Kaffee anbieten. Und das ist doch bestimmt was für ihn. Etwas, was Stärke unterstützt. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Wir könnten wieder den hier reinpacken. Ein bisschen Hast. Ein bisschen zusätzlich Hast beim Kaffee drin. Macht es noch ein bisschen energetischer. Ich mixe bunt. Noch ein bisschen hiervon. Nicht? Warum nicht? Ach so, ich habe hier einmal zu viel. Das Grün ist zu viel. Das ist so hier.
natürlich nicht vergessen. Und ab damit. Bitte sehr, mit der Stärke des rasenden Feuers. Oh, ich danke mich. Mein Blut kocht förmlich vor Euphorie. Gibt es einen Grund für deinen Einkaufsbummel? Einen sehr guten. Es geht um Leben und Tod. Ich muss sofort auf und jede Substanz finden, die das Nervennahrung bekannt ist. Weißt du überhaupt, was Nervennahrung ist? Nicht im geringsten. Doch es heißt, dass es euch Sterbliche zu voller Gesundheit verhilft. Ich fürchte, Rea wird vergehen, sollte sie diese Substanz nicht baldigst erhalten. Das klingt ernst. Ist sie krank? Ein fürchterlicher Fall von etwas, was sie am Malochen sein genannt hat. Ich fürchte, es ist höchst gefährlich. Sie hat ihr Zeichenbrett seit einem Jahr nicht verlassen. Und sie warf mich aus dem Raum, als ich ihr eine Blutkugel zum Essen anbieten wollte. Wie soll ich ihr Körper ein weiteres Jahr ohne Essen überstehen? Ich glaube, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ria sitzt nicht seit einem Jahr in ihrem Zeichenbrett. Ihr seid gestern erst angekommen. Und welche freudige Neuigkeiten. Und was die legendäre Substanz angeht, die du suchst, da solltest du sie fragen. Jede Person hat was anderes, als was sie als Nervennahrung sieht. Wie merkwürdig. Aber ich glaube, du solltest ein wenig warten, bis du sie fragst. Und wieso? Ihr Geduldsfaden ist ziemlich strapaziert. Ich glaube nicht, dass irgendwelche ihre Fäden strapaziert sind. Rhea ist äußerst muskulös, doch ihre Kleidung ist dafür maßgeschneidert. Wenn ich das so sagen darf, steht sie ihr sogar ausgesprochen gut. Natürlich. Aber sie schien ein wenig, eingeengt, als ich so mit ihr sprach. Ich bin sicher, das wird auch wieder besser. Gib ihr einfach ein wenig Zeit. Nun gut. Ich werde ein wenig hier verweilen. Und sobald ich die korrekte Nervennahrung ausfindig gemacht habe, werde ich sie damit nähren. Bitte sehr, mit der Stärke des rasenden Friedens. Ich glaube, das ist ein doppelter Dinter, der hatte ich gerade, der wurde nochmal. Der sollte da nicht sein, glaube ich. Ich wusste nicht, dass es Vampiren gibt. Gibt es auch nicht. Bist du sicher? Ja. Ich hätte schwören können, dass die Hühner auf dem Anwesen meiner Familie Fangzähne hätten. Hühner haben keine Zähne. Und ich dachte, wir wären Kumpanen in unserem Hunger nach Blut. Hühner sind trotzdem schöne Geschöpfe. Wusste nur, dass sie sehr detaillierte Träume haben. Das ist irgendwie niedlich. Ich habe einmal eine wütende Henne mit ihrem Traumtagebuch geholfen. Ich stelle euch irgendwann mal einen davon.
Was ich am meisten an China mag, ist das Schnurren, wenn es in den Gums geht. Ich glaube, du verwechselst da etwas. Meinst du vielleicht Katzen? Welch reizende Kreatur. Je mehr ich über sie lerne, desto mehr fühle ich eine Verwandtschaft zwischen uns. So simpel, liebenswert und brutal, doch ihr Ursprung stellt ein ungelöstes Rätsel dar. Was kam zuerst, das Huhn oder etwa das Ei? Das Ei. Dein Ernstspiel? Das Huhn. Hast du keine Meinung dazu? Ich verwende kein Intellekt auf diese Konzeption. Doch anders als dieses ungelöste Rätsel ist mir der Ursprung der Papiere wohl bekannt. Willst du das bitte genauer erklären? Ich dachte, du würdest auf diese Konversation kein Intellekt verwenden. Als ein Kirchenkern Cassiopeias ist Bescheidenheit eine Tugend, nach der ich strebe. Also muss ich zugeben, dass ich diese Worte voreilig verwendet habe, wenn es angemessen ist. Was es jetzt wohl ist, schätze ich. Bitte, Kai, würdet ihr mir erläutern, was ihr gerade sagtet? Gewiss doch. Es muss vor über 5 Jahrhunderten gewesen sein, als ein Gelehrter etwas Blut der unsterblichen Drachen stahl. Und er offerierte es Königin Annabeth, die Monarchin einer Vampire werden sollte. Von Königin Annabeth habe ich noch nie etwas gehört. Ich glaube, das ist der Plot für ein Brettspiel, Kai. Ein ziemlich schwieriges. Oh, ihr habt recht. Also ist Mike doch real? Mike? Oh, ja, ich erinnere mich ganz genau. Der erste Vampir, der jemals auf Erden wandelte, war der verderbte Mikael. Aber wir nannten ihn meist nur Mike. Er war dem Geisterdrachen und seiner Domäne eng verbunden. Und schließlich schloss Zürich eine Übereinkunft mit Tuat. Er würde sein Reich beschützen und im Austausch dafür ewiges Leben erhalten. Aber das hat nicht funktioniert, schätze ich. Der gute alte Mike las das Kleingedruckte nicht. Und der Geisterdrache stellte sich als ein wahrer Schelm heraus. Tuat verwandelte ihn in eine untote Kreatur, immun gegen die Unbill von Alter und Krankheit, doch noch immer verwundbar gegen Klinge und Pfeil. Blut war alles, was ihn noch nährte, und mit der Zeit wurde ihm sogar das Licht der Sonne zuwider. Mike war unter den Lebenden nicht mehr willkommen, doch auch nicht wahrhaftig tot. Und so entstand der erste Vampir. Faszinierend. Es gibt so wenig, was wir über die Geschichte, die Geisterdrachen und sein Reich wissen. Kai, woher habt ihr all dieses Wissen
nachdem sich die meisten Gelehrten die Finger lecken würden. Welches Wissen? Das Wissen, das ihr gerade mit uns geteilt habt. Oh, das fand ich in einem Grimoire, das ich vor kurzem in einem lokalen Buchladen erstanden habe. Nein, das war diese Vampirromanze, die Lindy empfohlen hatte. Denk nochmal nach. Oh, ja, natürlich. Meine geliebte Evelyn war eine äußerst leidenschaftliche Historikerin. Wie konnte ich da nicht eine Geschichte aufschnappen? Diese war eine ihrer Liebsten. Ihre blasse Kontenance suchte immer noch meine Träume heim und wie sie eindringlichen Geschichten erzählt, bis sie aufhörten zu schreien. Sie erzählte die Geschichten unseres Ahnen Mike mit einer Sanftheit. Sie wog eine Fiole seines Blutes in ihren Armen und ihre Stimme nahm einen solchen ehrfürchtigen Ton an. Ein Geheimnis, das sie nur mit mir teilen würde, so sagte sie. Oh. Ich wollte nicht auch noch unsere letzten Schwur auseinanderbrechen. Ich bin sicher, wir können dieses Geheimnis unter uns behalten, oder? Ein Geheimnis unter Freunden. Wenn dieses Geheimnis zu bewahren der Preis für dein Wissen ist, so sei es. Da du ihr anscheinend ziemlich nahe bist, solltest du wohl wissen, wir sind auf dem Weg hierher an der Markburg vorbeigekommen. Sie war stark beschädigt. Die Zerstörung sah frisch aus, wären wir nur eher dort gewesen. Clay hat sogar noch den Schatten einer gerüsteten Person gesehen, nicht weit von dem, was von der Markburg übrig war. Wir versuchten noch, sie zu stellen, doch als wir dort ankamen, war sie bereits fort. Nur Trümmer und Schutt. War meine geliebte Evelyn unverletzt? Wissen wir nicht. Das Schloss war leer, wie eine Ruine. Ach, meine Evelyn, welche Unhold könnte solche Zerstörung angerichtet haben? Gewiss hat sie sich bis aufs Blut zur Wehr gesetzt. Möge ihr Widersacher jede Verletzung, die er ihr beigebracht hat, siebenfach erleiden. Was gebe ich nicht, um zu wissen, dass sie in Sicherheit ist? Ich denke, ich sollte Rhea nach ihrer Nervennahrung fragen. Geben wir ihm etwas Zeit, um sich mit dem abzufinden, was er gerade erfahren hat. Cernin. Burnout. Stimmt. Zum Gruße tapfere Abenteurer. Was ist das für ein Geräusch? Sein Rückgrat. In der Tat. Alles in Ordnung. Komm, Sorge, das ist nur ein Kratzer. Also, was meiner Drink angeht. Vielleicht erzählst du mir erst einmal, was passiert ist. Du weißt schon, wie man es in so einer Situation täte. Ich bitte um Verzeihung, das sind wohl die Familienjahre mit mir durchgegangen. Lasst uns unsere Geschichte korrekt erzählen, werte Zerlin. Gerne.
gibt nicht viel zu erzählen. Ihr seht erschöpft aus. Würde ich eine Pause einlegen? Nein. Ein Drink reicht. Damit kann ich dienen. Irgendwas, womit ich meine Stärke wiederfinde. Ein guter Drink kriegt vielleicht eine Geschichte. Ich tue, was ich kann, denn... Schon wieder was mit Stärke. Da können wir doch den Matrosenmarkt nochmal. Obwohl, den Tropenmatsch haben wir auch noch nicht mehr gemacht. Das ist doch deren. Das ist doch Lins Standardgetränk. Dann können wir hier ein bisschen. Ja, das kriegen wir hin. Einen kleinen Segenskristall zufügen. Ja, gesegnet. Das ist merkwürdig. Achso, wegen dem Minus hier. Ja, Totenpunch. Ein großartiger Ring für eine großartige Geschichte. Na, du hast ja ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Jedenfalls glaube ich das gerne. Könnte schon sein. Ich habe vielleicht noch etwas anderes, um deine Laune zu heben. So. Melly ist zurück. Oh. Erleichtert. Als ob eine Ladung Schwerter mir vom Herzen fällt. Geht es hier gut? Ja, aber das willst du sicher selbst sehen. Sie und Dave haben mir ihre Adresse hinterlassen, damit ich sie dir geben kann. Wer? Ah, du weißt schon. Ah, nein. Schon verstanden. Nutz hier will so einen dämlichen Namen führen. Hat sich besser bei Manny entschuldigt, sonst. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Lass sie nur nicht zu lange warten. Musst du mir nicht sagen. Also nichts Neues von Fable? Nein. Lässt sich auch noch nicht Zeit. Willst du noch Sam suchen? Nein, Xir kann schon auf sich aufpassen. Ich verliere nur langsam die Geduld. Du hattest Geduld. Für wen in Schwertreichweite redest du eine Menge Mist? Verstanden. Kann ich dir auch einen Drink anbieten, Scan? Wie könnte ein einfaches Gebet ein solches Angebot ausschlagen? Vielleicht etwas, das meine Aura verstärkt. Ich würde diese Geschichte gerne angemessen vortragen. Ein Charisma-Drink, also. Ja, ich weiß es doch inzwischen. Ich kenne das Spiel doch schon eine Weile. Was können wir ihm denn geben? Ein Herzenssprich hat man dann nicht mehr. Das könnten wir auch mal machen. Das geht nicht. Das können wir denn hier dazu geben. Ich meine, das unterstützt das nicht unbedingt. Ich würde es mal ohne Infusion machen. Wenn es geht.
das geht. Herzenssprecher. Bitte sehr. Man sagt, dass Maniere nicht die beste Ziehung sind, doch dieser Trick allein mag auch ums Mädchen. Ich schwöre beinahe die Bäume vom Fleisch um meine Knochen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du scheinst echt gern darüber sprechen zu wollen. Und du nicht? Hat es nicht gegen diese fürchterliche Langeweile geholfen? War schon was los, aber irgendwie fehlt mir das Gefühl, was erreicht zu haben. Aber genug gejammert. Erzählen wir die Geschichte, auf die du so wartest. Vielen Dank. Und wir beginnen damit, Genfer Westen zu ziehen. Doch unser Fortkommen war langsam. Gab es Schwierigkeiten? Oh ja, einige. Ich muss mal ein wütendes Gesicht hier. Bevor wir aufbrachen, war ich beklagenswert ignorant, was die missliche Lage der Bauern in Fesora betrifft. Diese suboptimalen Wetterbedingungen. Die Flut, die ihre Untersuchung in Mitleidenschaft zog. Und nun diese Untoten. Im Partie für ihre Lage erbricht mein metaphorisches Herz. Das Geringste, was wir tun konnten, war ihnen unsere Hilfe anzubieten für all jenen, die auf ein besseres Leben in den nördlichen Gefilden waren. Also holten wir uns eine neue Kutsche. Dreimal. Schließlich waren wir so weit vom Kurs abgekommen, dass wir einen ganzen Tag brauchten, um ihn wiederzufinden, zu Fuß. Doch all unsere Wanderung vorbei war, verbrachten wir einen reizenden Abend mit Madame Zerudins Cousine, Madame Danica. War ganz nett. Cousine, die das Problem mit den Untoten stecken hatte? Richtig. Habt ihr ihren Garten etwas lebendiger bekommen? Klar. Wir mussten nur etwas Salat auslegen, um sie wohin zu locken, wo sie keinen Schaden anrichten konnten. Und dann... Sie wurden mit einem einzelnen Schlag allesamt niedergestreckt. Wahrlich, ein unvergesslicher Anblick. Waren nur ein paar untote Schnecken kein Grund, so aus der Haut zu fahren. Um dieser Ausrückung gerecht zu werden, serviert Madame Danica uns einen führbar köstlichen Tee. Doch noch besser als dieser Zugfrüchtet und Zahntutsches waren einige Fakten, die ich aus meiner Beobachtung der Schnecken schlussfolgern konnte. Obwohl sie keine Seelen besaßen, zeigten sie dennoch ausgeprägtes Rudelverhalten. Sie benahmen sich keinenfalls so lebendige Tiere und dennoch fühlt ich Mitleid mit ihnen. Unbewusst dem Pfad zu folgen, dem einen der einigen Instinkt vorschreibt.
trotzdem Mangel an etwas, das ihnen erlaubt, ein eigenständiges Ziel zu formulieren. Gibt es einen deutlicheren Ruf nach einem singenden Leben als dieses? Verzeihung, was man über das Alter sagt, stimmt wohl. Man gerät ins Grübeln. Und du hast dich selbst in ihm gesehen? Gewissermaßen, ja.